In diesem Video möchte ich euch Schritt für Schritt erklären, wie die Entkalkung der Nespresso Pixi Maschine von Krups funktioniert. Als erstes müsst ihr die Abtropfschale und den Auffangbehälter für die Kaffeekapseln leeren. Dann schließt ihr den Verschlusshebel und füllt den Wasserbehälter mit 500 ml Wasser und 100 ml Entkalkungsmittel. Beim Kauf des Entkalkungsmittels solltet ihr darauf achten, dass dieses kein Essig enthält und für Kaffeemaschinen oder auch Kaffeevollautomaten geeignet ist. Wichtig bei der Entkalkung ist, dass sich wirklich keine Kaffeekapsel mehr in der Maschine befindet. So, jetzt haben wir hier den Wasserbehälter mit 500 ml Wasser und 100 ml Entkalkungsmittel. Diesen dockt ihr einfach hinten an die Maschine an. Jetzt könnt ihr die Maschine einschalten. Während die Aufheizzeit der Maschine läuft, könnt ihr schon mal einen Behälter suchen, welcher unter den Kaffeeauslauf passt. Der Behälter sollte mindestens 600 ml Wasser fassen. Besser ist aber ein Behälter, der etwas mehr Wasser fasst. Dieser Behälter fasst leider nur 500 ml, sodass ich während des Entkalkungsvorgangs den Behälter wechseln muss. Nachdem die Aufheizzeit beendet ist, müsst ihr die Maschine in den Entkalkungsvorgang versetzen. Hierfür müsst ihr die Espresso- und die Longo-Taste gleichzeitig für jeweils 3 Sekunden drücken. Die Maschine fängt jetzt an zu blinken. Um den Entkalkungsvorgang zu starten, drückt ihr einmal kurz die Longo-Taste. Die Maschine fängt jetzt an, das Wasser mit dem Entkalkungsmittel durch die Maschine zu drücken. Wie eben schon angesprochen, muss ich jetzt leider den Behälter einmal kurz wechseln. Wenn man diese schnell macht, vertröpfelt auch garantiert kein Wasser. Dieses erfordert allerdings etwas Übung. Ich empfehle deshalb, einen Behälter zu verwenden, der auch wirklich 600 ml Wasser fassen kann. So, jetzt hat die Maschine gestoppt, das heißt, der Wassertank ist leer. Jetzt müsst ihr den Wassertank wieder von der Maschine entnehmen und das eben durchlaufende Entkalkungsmittel bzw. das Wasser, welches eben schon mal durch die Maschine gelaufen ist, wieder in den Wassertank hineinfüllen. Diesmal habe ich einen Behälter gesucht, der auch wirklich 600 ml Wasser fasst. Jetzt drückt ihr wieder die Longo-Taste, um den Entkalkungsvorgang fortzusetzen. Ich drehe die Maschine jetzt einmal, damit ihr sehen könnt, wie der Wassertank sich langsam leert.
So, jetzt ist der Wassertank ein zweites Mal komplett geleert. Das Wasser mit dem Entkalkungsmittel könnt ihr jetzt wegschütten. Das wird nicht mehr benötigt. Jetzt müsst ihr den Wassertank gut ausspülen und mit Trinkwasser auffüllen. Jetzt muss die Maschine nämlich noch gespült werden. In der Anleitung der Nespresso-Maschine steht, dass die Maschine nur einmal gespült werden muss. Ich spüle die Maschine aber mehrmals, da ich so sicher sein kann, dass keine Reste des Entkalkungsmittels mit der Zitronensäure mehr in der Maschine enthalten ist. Wie gesagt, das Entkalkungsmittel könnt ihr jetzt entsorgen, da ihr den Behälter braucht, um das Spülwasser der Maschine aufzufangen. Ich habe den Spülvorgang in diesem Video jetzt ein wenig beschleunigt, da es langweilig wäre, diesen auch nochmal in Originalgeschwindigkeit zu zeigen. So geht der Spülvorgang etwas schneller und ihr müsst euch nicht den ganzen Spülvorgang noch einmal ansehen. Auch in den nachfolgenden Spülvorgängen habe ich den Spülvorgang etwas beschleunigt. Ich spüle die Maschine immer so lange, bis das Wasser nicht mehr trüb ist und ich mir sicher sein kann, dass kein Entkalkungsmittel mehr enthalten ist. So, jetzt ist der nächste Spülvorgang beendet und ich spüle die Maschine noch ein letztes Mal. Hierfür verwende ich diesmal wirklich echtes Trinkwasser. So, der letzte Spülvorgang wurde jetzt beendet. Das Wasser ist nicht mehr trüb. Das heißt, die Maschine ist jetzt wieder einsatzbereit für den nächsten Kaffee. Den Wasserbehälter spült ihr jetzt gründlich aus, reinigt alle Teile der Maschine und wischt diese noch einmal mit einem feuchten Tuch ab. Jetzt ist die Maschine wieder startklar, um einen leckeren Kaffee zu erstellen. Ihr müsst jetzt noch den Entkalkungsmodus beenden. Hierfür müsst ihr beide Kaffeetasten für jeweils eine Sekunde gedrückt halten. Sollte dieses nicht auf Anhieb gelingen, liegt das daran, dass sich die Maschine noch in der Aufheizphase befindet. So lange blinkt die Maschine dann noch weiterhin, bis die Aufheizphase beendet ist. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video ein wenig helfen, falls ihr die Anleitung verlegt habt. Oder einfach wissen wollt, wie die Entkalkung der Nespresso Pixie Maschine funktioniert. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Seite besucht: www.kapsel-kaffee.net.